Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wir wollen heute sprechen über Bots, programmierte Bots betreiben, auch im Netz rechte Hetze, auch im amerikanischen Wahlkampf kamen sogenannte Social Bots zum Einsatz. Das sind im Prinzip Programme, die suggerieren, dass ein Mensch hinter den Tweets und den Posts im Social Media Bereich steckt. In Wirklichkeit kommen die Beiträge und Kommentare eben aus einer, wie soll man sagen, einer vorprogrammierten Ecke. Wie das genau funktioniert, was da schon wieder passiert im Internet, das weiß Alexander Sander. Der erklärt uns auch ein bisschen, was man von diesen Bots halten muss oder wie man mit denen umzugehen hat. Schönen guten Tag nochmal. Hallo. Grüß dich, hallo. Social Bots, ich habe es versucht zu erklären, aber es ist in meinen Worten schwierig gewesen. Erklär uns das nochmal aus der Sicht eines Experten. Was sind Social Bots, wie funktionieren die? Social Bots sind erstmal Bots, also computerprogrammierte Interaktionsmaschinen, die dann eben mit Menschen versuchen, eine Kommunikation zu betreiben. Mhm. Das kann in allen möglichen Bereichen stattfinden. Das kann sein, dass man so einen Bot fragt, wie wird das Wetter? Brauche ich einen Regenschirm? Und er ihm darauf eine sinnvolle Antwort gibt. Es können aber eben auch politische Bots sein, die dann versuchen, Meinungen zu beeinflussen und Meinungen zu machen. Mhm. Und das ist ja das große Problem, dass das zum Beispiel im US-Wahlkampf, du hattest es schon angesprochen, eben unzählige solche Bots gab, die dann eben versucht haben, für das eine oder andere Lager Stimmung zu machen. Trump hatte eben sehr viele solcher Bots, die ihn unterstützt haben und die dann eben im Sekundentakt Nachrichten rausgefeuert haben und irgendwelche positiven Nachrichten über Trump zum Beispiel verbreitet haben. Aber auch bei Clinton gab es das. Und das können aber eben auch dann Bots sein, die dann tatsächlich auch Kommunikation starten. Also ich twitter irgendwas, sage, Trump ist ein blöder Typ und dann kommt so ein Bot und sagt, nee, der ist nicht blöd, der ist super. Weil der Bot eben programmiert wurde, auf gewisse Schlagworte zu reagieren. Genau. Mhm. Und dann kann man tatsächlich anfangen, mit so einem Bot dann zu diskutieren. Und das geht natürlich aber auch nur bis zum begrenzten Rahmen. Ja. Also je nachdem, wie gut das Ding programmiert ist, merkt man dann auch relativ zügig, dass das eben programmierte Ansagen sind, die dann auch teilweise grammatikalisch unsinnig sind und auch inhaltlich unsinnig sind. Es ist natürlich auch eine Frage von Entwicklung. Also je länger man dann an solchen Dingern arbeitet, je mehr Geld man reinsteckt, desto besser funktionieren die und desto sozialer werden sie. Und sie haben auch immer so ein recht menschliches Auftreten. Also bedeutet auch, das Profilbild ist zum Beispiel von einem Menschen. Und dem wird auch eine Biografie gegeben. Ja. Also dass er auf dem ersten Eindruck, wenn man nur ganz kursorisch draufblickt, eben man das Gefühl hat, man hat es hier erstmal mit Menschen zu tun. Wenn man sich die Dinger aber genauer anschaut, kommt so wie man, Alan Turing. Ne? Der Turing-Test findet ja heraus, ob das Gegenüber eine Maschine ist oder ein Mensch. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere. So ist es. Ja. Und das findet man auch als Mensch relativ zügig raus, ob man hier eben mit einer Maschine redet oder nicht. Und wie? Wie gesagt, also ein klares Indiz ist zum Beispiel, wenn so ein bei Twitter zum Beispiel so ein Bot dann jede Sekunde einen Tweet raushaut und das über 24 Stunden am Tag, kann man davon ausgehen, dass das eher unmenschlich ist. Ja, das wirkt dann eher wie eine Maschine. Man kann auch zum Beispiel eben diese Profilbilder einfach mal suchen im Internet. Ja. Dann sind das meistens eben Stockfotos, die von irgendwo genommen wurden. Ah, ja. Darüber kann man sowas zum Beispiel rausfinden. Oder eben auch einfach, was die so von sich geben. Ja. Also wenn die eben das wäre dann die Alan Turing-Nummer. Genau, da nochmal genau drauf gucken, was gesagt wird. Inhaltlich schauen, was die sagen. Aber eben auch, wenn das grammatikalische Unsinn ist über gewisse Strecken, dann kann man auch davon ausgehen, dass es ein Bot ist. Also wenn man sich ein bisschen mit den Teilen beschäftigt, kriegt man es relativ zügig raus. Jetzt fragt man sich natürlich, diese Bots, die immer mehr auftauchen, sind die denn so einfach zu programmieren? Liegt es daran, dass das immer mehr werden oder was ist der Grund dafür, dass dieses Mittel immer wieder zum Einsatz kommt? Also es ist super billig, es ist super einfach, so ein Ding zu programmieren. Es ist super einfach, so ein Teil auf den Markt in Anführungsstrichen zu werfen. Deswegen wird es eben auch so viel benutzt. Deswegen gibt es da millionenfach solche Accounts, die einfach den ganzen Tag eben monothematisch irgendwelche Sachen da von sich geben. Und das ist natürlich gerade im politischen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich eine sehr interessante Maßnahme, um eben extrem billig auf den Markt zu kommen und eben dafür irgendwas Bestimmtes zu werben. Also sei es jetzt eben eine politische Meinung oder sei es eben für irgendein bestimmtes Produkt oder sonst irgendwas. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir programmieren den Bot so, dass wenn sich jemand auf der Welt irgendwo über das
Radio zu beschweren scheint, dann kommt von uns der Bot und sagt, hier, hör doch mal Flux FM in Berlin, die machen es gut. Genau, und das ist, also so ein Ding hast du in 2 Stunden programmiert. Gut, da fange ich sofort an. Dann bin ich um 17:45 fertig mit dem Ding. Genau, also es ist wirklich super einfach und wie gesagt, je mehr Geld man dann auf der anderen Seite hineinsteckt, also je besser man den Algorithmus macht, desto sozialer werden sie dann tatsächlich auch und desto schwerer vielleicht auch ein Stück weit zu identifizieren und desto mehr können sie eben auch vielleicht Meinungen beeinflussen. Ja. Ist einfach eine Frage von Investitionssummen und ist ja ein vergleichsweise neues Phänomen. Also gibt es jetzt seit ein paar Jahren solche Social Bots und die werden halt natürlich immer besser und je mehr natürlich da auch eben entwickelt wird, desto mehr kann man von anderen abschauen und gucken, wie die eben sich entwickeln. Ja. Es gibt auch so selbstlernende Bots, die dann aber auch zum Beispiel mit Schwachsinn gefüttert werden können. Also gab es zum Beispiel mal so einen Bot, der auf Twitter eben mit den Leuten interagiert hat und der war selbstlernend und dann haben die Leute das halt rausgekriegt und haben den halt die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch beigebracht und dann war das halt hat er nur noch Unfug von sich gegeben. Ja. Also auch bei diesen selbstlernenden Sachen ist dann auch immer die Frage von, was diese Bots dann tatsächlich lernen. Ja, aber wenn man sich mit dem Phänomen nicht auskennt und die ganze Zeit in so sozialen Medien rumhängt, kann ja durchaus sein, dass man sich da in der Meinung beeinflussen lässt, weil man denkt, ja, es ist ja wirklich so, dass von meinen 1000 Facebook-Freunden sind scheinbar 800 pro Trump, vielleicht muss ich meine Position nochmal überdenken und so. Das ist ja schon abgefahren, was also damit gelenkt werden kann. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen eben zum Beispiel auf Twitter können die einfach ganze Hashtags kaputt machen. Also wenn jetzt zum Beispiel man davon ausgeht, es fängt irgendwo eine Debatte an, es gibt irgendwie einen Empörungs-Hashtag zum Beispiel und dann kommt da eine Horde von 1 Million Bots, die dann einfach die ganze Zeit diesen Hashtag zuspammt, sodass man die relevanten Informationen gar nicht mehr finden kann. So kann man natürlich vor allen Dingen auch Diskussion einfach abwürgen. Ja. Also mir fällt gerade der Hashtag Aufschrei ein, wo es um feministische Positionen ging. Hätte man im Prinzip, der hätte sabotiert werden können, dieser Hashtag maskulinen Bots. Genau. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass auch etablierte Medien auf solche Bots ein Stück weit reinfallen. Also wir haben zum Beispiel auch im Rahmen des US-Wahlkampfs da auch immer wieder gelesen, bei der ersten TV-Debatte wurden so und so viele 100.000 oder Millionen Tweets abgesetzt und das wird dann völlig unreflektiert von Medien übernommen, wo dann eben suggeriert wird, dass da so und so viele Leute an dieser Debatte beteiligt werden, obwohl eben der Großteil Bots war. Und hier muss man natürlich auch sagen, die Medien sind auch natürlich in der Pflicht, hier auch sachgemäß zu recherchieren und dann eben zu sagen, man muss aber dazu sagen, dass ein Großteil von Bots kam oder halt einfach nicht zu sagen, also dieser merkwürdige Twitter-Journalismus, der da teilweise stattfindet, eben so und so viele Tweets zu irgendeinem Thema, das sagt halt einfach nichts über die Qualität der Debatte aus und auch nichts darüber, wie viele Menschen am Ende tatsächlich eben an so einer Debatte teilgenommen haben. Ich halte auch die Quellenangabe, das Internet, für keine ähnlich, besonders gute. Ähnlich problematisch, ähnlich wahnsinnig, genau. We're Watching You, das ist eine Social-Media-Initiative, die sind rechter Hetze auf der Spur im Netz und da schleusen sich Mitglieder in der Tat so undercover auf rechte Seiten ein und finden dann aber auch des Öfteren raus, dass da Fake-Profile existieren von Social-Bots. Wir haben mit Henning, er ist Mitbegründer dieser Geschichte, mal kurz gesprochen und gefragt, was man aus seiner Sicht machen kann gegen zum Beispiel Social Bots im Facebook-Universum. Da gibt es keine rechtliche Gegenmaßnahmen im Grunde genommen, zumal es ja auch Facebook als Betreiber ja sich ähnlich an deutsche Gesetze hält und Facebook unternimmt auch nichts. Also selbst die gemeldeten Profile oder praktisch die Bots, die wir gemeldet haben, das interessiert alles nicht. Das angeblich entspricht das alles den Gemeinschaftsstandards von Facebook. Also es gibt keine rechtliche Handhabe dagegen. Ja, Botsblitz möchte man ausrufen. Ist das denn wirklich so, Alexander Sander, dass es da keine rechtlichen Maßnahmen gibt, die man einleiten kann? Na, das ist halt die Frage, was diese Bots machen. Also wenn die Bots sich im Rahmen der Meinungsfreiheit bewegen, kann man natürlich nichts dagegen unternehmen. Das ist auch gut so, weil die Meinungsfreiheit ein sehr hohes Gut ist. Wenn die jetzt aber eben irgendwelche Aufruf zum Mod zum Beispiel da verkünden, dann kann man sehr wohl dagegen vorgehen. Es gab doch irgendwann so eine Geschichte, wo so ein Bot plötzlich antisemitische Äußerungen tätigte. Also wie gesagt, wenn das antisemitisch ist, dann kann man dagegen auf jeden Fall vorgehen. Mhm. Wenn es sich eben im Bereich der freien Meinungsäußerung bewegt, dann nicht. Und dann kommt natürlich dann noch dazu, dass jenseits davon, was eben unsere Grundrechte sind, Facebook auch nochmal so Community-Guidelines hat und dann eben auch sagen kann, also wir wollen, dass bestimmte Inhalte auf unserer Plattform nicht verbreitet werden. Mhm. Wie die dann aber dagegen vorgehen und wie die sich an ihre Community-Guidelines halten, liegt auch ein Stück weit an Facebook selbst. Mhm. Ja, also das ist halt ihre eigene Verantwortung. Hier sind natürlich dann auch wieder ist diese Community selbst gefragt. Also entweder da von Facebook klar zu fordern, wir wollen sowas hier nicht auf diesem Netzwerk haben und dann gegebenenfalls eben auch diese Plattform zu verlassen.
verlassen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass halt also gerade bei diesen großen sozialen Netzwerken, sowas wie auch eben Facebook, diese Strafverfolgung auch ein Stück weit erschwert wird, weil die sehr langsam teilweise sind, ja, dann diese Informationen an Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben. Ja. Also hier sind natürlich dann klar diese Unternehmen auch in der Pflicht, aber wenn halt so ein Bot sich im Rahmen der Meinungsfreiheit bewegt und halt Scheiße verkündet, ja, aber die halt sich im Rahmen der Meinungsfreiheit bewegt, dann ist das natürlich jetzt auch nichts, wo Ermittlungsbehörden aktiv werden können. Ja. Quintessenz ist im Prinzip, dass man sich, wenn man sich im Netz über politische Entwicklungen informiert, wenn man an Diskussionen teilnimmt, sollte man die Augen offen halten und quasi verdächtige Diskussionsteilnehmer auch als Bot vielleicht erkennen und dann zu sagen, gut, da genau, brauche ich nicht drauf einzugehen. Oder? Es gibt zum Beispiel eben auch auf Twitter kann man schon bestimmte Blocklisten sich einfach zur Verfügung stellen lassen, wo ja, man sagt, ich möchte, dass alle die Bots da einfach gemutet, ja, werden, dass ich die gar nicht mehr mitbekomme. Also da gibt es auch schon so eine gewisse Hilfe zur Selbsthilfe. Klar, wenn die dann halt eben strafrechtlich relevantes Material von sich geben, muss man sofort eben auch die Polizei mit ins Boot ziehen und eine Anzeige erstatten. Also so wie man mit normalen Menschen umgeht, so kann man auch mit Bots ein Stück weit umgehen. Ja. Also wenn die Quatsch erzählen und man das nicht will, dann blockt man die einfach, kann die melden und wenn es strafrechtlich relevant ist, muss man es eben auch zur Anzeige bringen. Ich finde ja, dass das Phänomen einfach noch größer besprochen werden muss, noch mehr in den Medien auch stattfinden muss, denn viele, viele Leute wissen eben gar nicht, dass diese Social Bots existieren und nehmen diese Aussagen unter Umständen für bare Münze und dann wird es gefährlich, wenn man die aber entlarvt. Sollen die Social Bots ruhig Social Bots sein? Und es geht relativ einfach, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Und das ist ja sowieso sehr, sehr wichtig, dass man im Internet nicht alles glaubt, was da steht, sondern sich da auch ein bisschen informiert, ob das wirklich so ist. Auch abseits von Bots gibt es auch einfach Idioten, die keine Bots sind und Quatsch von sich geben. Auch hier sollte man eben schauen. Wobei es eine Seite gibt im Internet, auf der im Prinzip immer die reine Wahrheit steht. Und das ist die Seite von der digitalen Gesellschaft, digitalegesellschaft.de. Dort nochmal vorbeigehen, wenn ihr noch ein paar mehr Infos braucht. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Alexander Sander. Sehr gerne. Und schönen Botsdach noch. Ja, danke.